Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Crypt. So, ich bin mit den Helden nochmal aus dem Labyrinth rausgelaufen. Wir waren nochmal kurz am Brunnen, haben dort ausgiebig geschlafen, gegessen, getrunken. Wasserflaschen sind voll. Und da sieht man schon einen meiner Lieblinge, die Köpfe. Und so, wir nehmen mal Hast so im Zugriff, falls es ernst werden sollte. Und der Schlüssel sieht so aus, als könnte hier passen. Und wenn nicht, habe ich momentan keinen Plan. Hat passt. Sehr schön. Dann kommen Sie mal her. Dankeschön, du bist zum Glück nie ein Problem. Der Wand entlang tasten. Ich habe dich gesehen. Komm her. Ja, das hat ein bisschen Aua gemacht, aber das kriegen wir hin. Schlagt ihn. Okay. Was tut euch noch weh? Ah, wir sind aufgestiegen. David hat ein Level gekriegt. Ja, CS und Shadow hängen noch ein bisschen hinterher. Aber wir sind Level 7. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Haben wir aber gerade keinen. Da liegt was. Noch ein Wassersack. Und noch ein Brunnen. Spiel, jetzt willst du es aber wissen. Shadow, Träger der Wassersäcke. Packt das mal ein. Das waren jetzt zwei Brunnen direkt hintereinander. Ich möchte mal was versuchen. Ah, das ist scheinbar Heilwasser. Kann ich mir vorstellen. Das gab es in Crystal Dragon gab es das auch. Kann man das überfüllen, dass es dort auch Heilwasser gab. Werde ich wahrscheinlich eh nicht dran denken, aber wir haben jetzt Heilwasser. So. Wir schauen auf die Karte. Wir haben noch ein bisschen Hühnchen übrig von der Pause. Ah, ich glaube, das war das Symbol für Dunkelheit, ne? Dann suchen wir zuerst mal nochmal den Lichtschalter. Wer von euch kann Licht machen, Jungs und Mädels? Ja, ich glaube, Licht hatten wir alles verlernt. Müssen wir gucken. Kriegen wir hin. Ah, du kannst Licht. Dann lass mal so ein Chaos los. Ah, nee, das war ein Schwarm. Sah auch cool aus. Dann wechseln wir schnell mal nochmal dahin. Und dann finden wir jetzt bitte den Lichtschalter. Licht. Licht. So, und ich gehe das nicht gerade im falschen Moment aus. Wir müssten jetzt in der Dunkelheit sein. Denke ich mal. Wir schauen mal auf die Karte. Ja, das hatten wir einmal, hatten wir es gesehen, diese Markierung auf der Karte. Das müsste Dunkelheit sein. So, da hatte ich aber irgendwo noch eine Nische gesehen oder hatten wir da nur die Karte nicht aufgedeckt? Hinter uns. Falsche Richtung, liebe Südtiroler. Ah, war nur Karte nicht aufgedeckt. Alles gut. Dann tasten wir uns jetzt an der Wand entlang. Das kann nicht sein, dass der Lichtschalter so schnell ausgeht. Panik. Panik, Panik, Panik. Konnte sonst noch jemand von euch Licht, meine Lieben? Denn da dieses Illusionsdispellen-Kacke, ich habe was gehört. Wir sind im Hellen. Wir haben den Boden wiedergefunden. Also, da ist auch noch ein Schleim. Dieses Illusionen-Entfernen-Zeugs, da ist dasselbe wie das Wahrheit-Aufdecken, wo man den Wahrheitsgehalt von der Schriftrolle erfahren kann. Habe ich nochmal im Handbuch nachgelesen. So, das hilft uns aber jetzt gerade nicht bei unserem Lichtproblem. Guten Morgen, die Herren. Nochmal, Lichtproblem. Konzentration, mein Liebe. Du kannst auch Licht. Dann mach mal so eine Heilung 1 weg, auch wenn es weh tut. Und dann machst du auch nochmal Licht. Kann Shadow mittlerweile auch nochmal Licht? Licht.
Licht, Licht, Licht. Ja, kann er auch noch. Sehr schön. Das ist ungünstig, dass es so kurz nur hält. So, wir sprinten mal geradeaus. Ein Stückchen und dann machen wir Licht an. So, Licht. Dann gehen wir hier mal ums Eck gucken. Irgendwo muss es ja auch wieder hell werden. Das Stückchen aufdecken. Ich will hoffentlich in der Dunkelheit keine Schalter suchen. Das fände ich äußerst uncool. Da waren oberflächlich gesehen keine Schalter. Da ist eine Tür und wir stehen schon wieder im Dunkeln. Ah, hinter der Tür scheint es hell zu sein. Ja, wir sind wieder im Hellen. Dann schauen wir uns erstmal im Hellen um und dann schauen wir nochmal nach dem Licht. Können wir dein Licht nochmal nachlegen? Nein, können wir nicht. Okay. Da liegt ein Feuerzauberstab. Darf David zwischen die Pfoten nehmen? Okay, das war dann der helle Bereich. Also ich erhoffe mir hier, dass wir hier einen Mond finden, denn wir hatten in der vorletzten Folge, glaube ich, diese ja, Wand gesehen, wo ein Mond und eine Sonne ge gefehlt hatten. Und dann hatten wir zwei Teleporter und ich denke mal, dass wir mit dem, wo die Dunkelheit ist, vielleicht einen Mond finden und dem anderen eine Sonne. Was voraussetzt, dass es dort irgendwo noch weitergeht. Müssen wir gucken. Eins nach dem anderen. So, Moment. Licht. Licht, 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 Licht. Da habe ich nichts gesehen. Karte. Deswegen, das hier war eigentlich relativ wenig, was wir dort gefunden haben. Diesen Feuerzauberstab. Also irgendwo in der Dunkelheit erwarte ich, dass wir einen Mond finden. Entweder ein Mondkristall. Oh, das ist eine Kiste. Mondkristall oder irgendwas Mondiges. Ein Koffer. Hat noch irgendjemand ein Plätzchen frei? Da kann man auch einen Koffer hinpacken. Ring des Schutzes +2. Wer möchte es haben? CS darf. CS, mein Guter. Hast du einen Ring an? Nein, hast du nicht. Dann hast du jetzt einen. Und Geschichte des Erzdruiden. Dark Ravens Überreste liegen unten in einem Sarg aus weißer Eiche. Wir schauen mal den Wahrheitsgehalt von dem Ganzen. Ist jetzt nichts, was ich jetzt groß anzweifeln würde, aber man weiß ja nie. So, Wahrheitsgedönse konntest auf jeden Fall, glaube ich, auch du. Dann sprich mal die Hast und Dispel Illusion. War, glaube ich, dasselbe. So, zack, Dispel Illusion. Müsste also wahr sein. Wir packen das mal ein für spätere Referenz, aber ich glaube, das konnte ich mir merken. Okay, Licht. Kann irgendjemand von euch wieder Licht, 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 Licht. So, jetzt Player sprach es wieder Licht und es wurde Licht. So, aber der Hinweis ist jetzt auch nichts, was mir jetzt weiterhilft. Karte ist ausgelaufen. Mein lieber David, was hatte ich zum Thema Karte gesagt? Und das Licht ist wieder aus.
Licht. Licht. So. Karte gucken, was fehlt. Kann aber nicht viel sein. Ja, wir sind fast rum. Vielleicht ist hier noch mal ein heller Raum ist oder so. Wir schauen zuerst mal noch mal hinter uns, die Karte aufdecken. Hinter uns, Karte aufdecken. So, das sollten wir jetzt einigermaßen getan haben. Da hinten fehlt auch noch eine Ecke. Oh, mein lieber David. Da macht er nichts draus. Das hat mit Bud in Crystal Dragon auch nicht besser funktioniert. Da ist auch ständig alles ausgelaufen. So, jetzt noch. Ah, da war sogar eine helle Stelle. Ein Schrittchen vor und dann halten wir uns mal in der Mitte an der Wand. Und schauen mal, was es dort gibt. Wir stehen schon wieder im Dunkeln. Also ich erwarte, dass wir hier irgendwo reinkommen. Oder dass es hier dann doch noch weitergeht, dass ich hier irgendwo einen Schalter übersehen habe oder irgendwo irgendwas. Okay, Licht anmachen, dann gehen wir auf die andere Seite an der Wand entlang und sind kreativ. Ja. Was war eigentlich mit der Tür? Die konnte man, glaube ich, aufziehen. Ich weiß es schon nicht mehr. Okay, Licht. Und dann kehrt Marsch. Das mit dem Lichtzauber ist, könnte ein bisschen länger dauern. Und irgendwann kann ich mir auch merken, wer auf welcher Stufe den Lichtzauber hat. Gut Ding will Wein haben. So, kehrt Marsch an der Wand entlang. So, hier ist auch relativ wenig. Oder geht's hier rein? Ah, hier geht's rein. Okay. Und da scheint's hell zu sein. Sehr schön. Das entspricht meinen Erwartungen. Ah, ja, wollte gerade sagen. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Sackgasse ist. Was ist jetzt aufgegangen? Ich erwarte, dass wir jetzt hier irgendwo reinkommen. So, den Knopf haben wir. Ah, hier geht's jetzt rein. Okay. Und da ist irgendwas. Käse. Und ein Schlüssel. Ich sehe einen Schlüssel. Wer möchte ein Häppchen Käse? So, Schlüssel. Wieder ein Eisenschlüssel. Ja, jetzt habe ich eine Ladung Feuerzauberstab versemmelt. So, kriegen wir noch so ein Säckchen unter? Und zuerst mal nein. Haben wir irgendwie ein kleines Säckchen, was man vielleicht durch ein größeres ersetzen könnte? Der ist recht groß. Da kann ich das da auch hinpacken. Nee, das geht nicht. Okay, da müssen wir jetzt gucken. Irgendwas, was relativ klein ist. Da, das ist relativ klein. Ist das größer? Ja, das ist größer. Da sind Dolche drin. Möchte ich die Dolche haben? Das wäre dann halt was für David. Dass er auch mal waffentechnisch was hat. Er hat ja mal mit Dolchen geworfen. Ah, und diesen Feuerzauberstab können wir hier lassen. Ich habe geguckt, man kann das nicht nachladen. Zumindest habe ich keinen Zauber gefunden. Den Apfel würde ich trotzdem gleich gern mitnehmen. So, dann kann der Sack mal hier bleiben. Dann würde ich jetzt gerne an den Sack daran. Das geht immer nicht. So. Sack. Waffen. Waffen. Ah, der Sack bleibt hier. Der Stab bleibt hier. Dann können wir uns jetzt den Apfel krallen. Hat niemand Lust auf ein paar Vitaminchen? David will Vitaminchen. So, David, du bist Herr der Dolche. Kannst du die mal bitte.
Ah, das kann wegen der Rüstung sein. Es heißt nämlich, dass manche Gegenstände mehr Platz brauchen als nur einen. Und da ich jetzt hier nichts reintun kann, holt die Rüstung scheinbar viel Platz weg. Wir lassen die Rüstung hier. Ich glaube nicht, dass ich mir das jemals anders überlegen werde. Wir lassen die Rüstung hier. Nehmen dafür Dolche mit. Brauche ich die Schriftrolle mit der Historie des Erzdruiden? Ich schaue noch mal drüber. Ja, der liegt unter uns in einem Sarg aus weißer Eiche. Ja, zur Not habe ich ein Videogedächtnis. Passt schon, lassen wir hier. Dann haben wir alle Dolche. Sehr schön. Und dann, ja, dann fühlt sich das da jetzt vollständig an. Und dann können wir zurück und dann passt das wahrscheinlich, also der Schlüssel passt dann wahrscheinlich da oben auf die Tür und dort finden wir hoffentlich einen Mond. Das würde mir die Bestätigung geben, dass ich recht habe. Ja, es wird dunkel, wir laufen durch die Dunkelheit. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, noch eins vor und dann links, bis es weh tut und dann rechts, bis es hell wird. Eins vor, links, bis es weh tut. Aua. Und es wurde hell. Sehr schön. So, dann eins zurück und dann ums Eck. Und dann passt der Schlüssel hoffentlich hier. Tut er. Da ist wieder was zum Lesen. Wer war der Druiden-Champion? Oak Raven. Korrekt, sehr schön. Ich glaube, das war kein Kopierschutz, sondern einfach ein normales Rätsel im Spiel. Weil da hat das Spiel uns ja öfters drauf hingewiesen. So, links, das scheint jetzt neu zu sein. Aus welchem heiligen Holz ist Dark Ravens Grab gemacht? Aus weißer Eiche, also White Oak. Okay, das war richtig. Okay, jetzt wissen wir, dass wir diese Rolle auf jeden Fall nicht mehr brauchen. Wir haben alle Rätsel gelöst. Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen müssen, aber ich will immer noch einen Mond finden. Das ist ein Sonnenschlüssel. Ah, vielleicht brauchen wir den jetzt, um in diesem Sonnenportal weiterzukommen. Oder ist das jetzt die Sonne und wir finden in dem anderen Portal dann einen Mondschlüssel? Whatever. Keine Ahnung. Ist jetzt auch Wurst. Fühlt sich gut an. So, dann haben wir einen Magierfluch. Ist das Ding wirklich verflucht? Du hast diesen komischen Helm da noch an, damit wir die Schnüffis sehen. Wir schauen mal, was Multicanus zu dem Helm sagt und ob er ihn tragen kann. Er hat schon einen Helm. Er kann es nicht tragen. Ist es dann wirklich Magier only? Nee, ist es nicht. Okay, zuerst, du hast jetzt einen Magierfluchhelm. Und noch ein paar Plattenstiefel. Die darf uns erstmal Multicanus. So, 25, 28. Na gut, dann ist das so. Dann darf David nochmal gucken, ob er die Schuhe haben möchte. David möchte die Schuhe. Sehr schön. So, dann haben wir noch ein Büchlein. Zu wem gehört das? Ja, ist klar, dass das zu unserem Herrn Druiden gehört. Und du hängst ja mit den Zaubern auch so ein klein bisschen hinterher. So, Wunden heilen, Vergiftung heilen. Dankeschön. Gesang der Verdammnis und Pestilenz. Das klingt alles übelst. Mach mal Vergiftung heilen. Da habe ich am meisten Angst vor. Okay.
Das hat sich richtig, richtig gut angefühlt und ich glaube, damit sind wir jetzt in diesem Abschnitt fertig. Das fühlt sich vollständig an. Dann, Anni, gehen wir noch hier rechts rum gucken, was es dort noch gibt. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Das könnte ich nicht verantworten. Loot muss immer eingepackt werden. Ist das wahrscheinlich ein Teleporter, ne? Könnte ein schneller Ausgang sein. Wir schauen mal noch hier. Haben wir jetzt aufgedeckt? Okay, dann Teleporter. Und wir sind. Ah, vielen Dank, Spiel. Vielen Dank. Denn hier hatten wir ja dieses Gesicht da oder was das war. Da gehen wir jetzt erstmal gucken, ob wir da mit dem Sonnenschlüssel jetzt weiterkommen. Und dann müssten wir nochmal durch das andere Portal da. So, passt da ein Sonnenschlüssel. Und wir kriegen sogar schon direkt was. Frostraiser. Das sieht richtig gefährlich aus. So, das ist eine mittlere Waffe, also nichts für die Nebenhand. Du kannst das wahrscheinlich nicht, oder? Kannst du das führen? Nein, kann er nicht. Okay, dann musst du es halt dann mit dem Langschwert plus 1 ausgetauscht werden. Wir haben mittlerweile eine Waffensammlung. Ja, und der Sack ist dann auch voll. Was trägst du aktuell? Ah, diesen Sichtgeber. Das heißt halt nicht, dass der Sichtgeber halt unendlich viel Schaden macht. Könntest du diese Axt tragen? Just for Science. Nein, kann er nicht. Dann kann die hier bleiben, da brauche ich mir darum auch keine Gedanken zu machen. Okay, und du hast hier ja einen Kriegshammer. Das klingt mächtig. So, dann fehlt uns hier noch ein Mond und den erwarte ich dann, glaube ich, durch den Teleporter, ne? Ja, genau. Dort haben wir da noch irgendwas übersehen. Aber ich weiß noch nicht, was. Ja, wir haben hier auch noch eine geschlossene Tür. Und hier ist ja mal ein Stück Wand weggegangen und dort hat eine Rolle hat dort gelegen. Ich glaube, hinter den Säulen ging es auch eigentlich noch weiter. Und da war eine Treppe nach unten. Ah, ist schon ein bisschen her, ist schon ein bisschen her. Moment. Genau, hier brauchen wir nochmal so einen goldenen Schlüssel. Da hatten wir mal einen gefunden. So, Säulen gucken. Ja, da geht es halt hinten dran noch weiter und das fühlt sich halt noch nicht richtig an. Da geht es auch hinten dran weiter. Wenn wir das war vorher schon offen, ne? Ich glaube, das ist von Zeit zu Zeit mal offen. Da hatten wir auch irgendwas gefunden. Den Schalter hatte ich auch, glaube ich, schon mal gedrückt. Ja, den hatte ich schon mal gedrückt. Ah, gibt es hier weitere Schalter? Es würde halt Sinn machen, wenn diese Wand dort auch verschwinden würde, aus Symmetriegründen. Ah, da ist noch eine. Hatte ich den? Ah. Ja, die Karte zeigt es halt nicht, aber ich vermute, dass eine der Säulen gegangen ist. Die ist noch da. Die ist weg. Checker. Und da ich diese Folge nicht mehr sterben will, gehen wir jetzt einfach in die Pause. Bis gleich.